und möchte gerne mit Ihnen Herrn Kevin Otto sprechen. Ja, du bist da. Hallo, Herr Otto. Ja. Weswegen ich anrufe, Sie hatten doch vor kurzem mal online einige Fragen zum Thema Gas und Strom beantwortet. Ja, aber Und habe ich das richtige Antworten genommen? wie bitte? Habe ich das richtige Antworten genommen? Ja. Oh, super. Ja. Weil ich wollte einfach mal mit Ihnen schauen, was Sie noch für den gleichen Verbrauch, was Sie haben, weniger bezahlen können bei Gas und Strom. Und was habe ich jetzt gewonnen? Mit dem Gewinn haben wir nichts zu tun. Das ist ein Gewinnspiel. Wer hat ein Gewinnspiel gemacht? Weiß ich nicht. Sie haben doch gesagt, ich habe Fragen beantwortet. Sie hatten online einige Fragen zum Thema Gas und Strom beantwortet. Ne? Und wir melden uns von Goldgas, um mal zu schauen, was man für den gleichen Verbrauch, was man hat, weniger bezahlen kann im Monat. Also war meine Antwort dann richtig, ja? Weiß ich nicht, schätze ich mal. Ne? Okay. Ja? So, und jetzt geht es hier erstmal hier um einen Vergleich, um mal zu schauen, was können Sie weniger bezahlen bei Gas und Strom? Zahlen Sie denn selber Gas und Strom? Ja, klar. Da muss ich ja haben. Was zahlen Sie denn zurzeit monatlich an Gas? Ich glaube 30 Euro. Und wie sieht es bei Strom bei Ihnen aus? 50 oder sowas. Okay. Du, 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 du. Sind Sie gerade zu Hause? Ja, ne? Ich habe Ja. hier Festnetznummer. Warten Sie mal Schön ganz Badewanne chillen. kurz. Oh, das ist herrlich. Klar. Muss ja gemacht werden. Richtig, ne? Sie sind bei den Stadtwerken Düsseldorf? Ja, richtig. Dann haben Sie einen Jahresverbrauch bei Gas von 3000 Kilowatt im Jahr. Weiß ich nicht. Lachen Sie Sonst? mich aus, oder was? Nein, nein, ich fand das gut. Was denn? Ne? Nein, alles okay. Hä? Nein, Muss ich es das ist so. verstehen? Nein, nein, alles okay. Es geht einfach nur darum, ich rechne gerne mit dem gleichen Jahresverbrauch, was der Kunde hat. Ne? Verstehe ich nicht. Was verstehen Sie nicht? Was wollen Sie rechnen? Ich dachte, ich Na, habe was gewonnen. gewonnen? Warum, Weil was Sie, wollen Sie gewinnen? weiß ich nicht, Sie haben gesagt, ich habe richtige Frage beantworten. Ja, aber ich habe nichts gesagt, dass Sie was gewonnen haben. Ja, ist so, wenn man was Frage beantwortet, hat man doch gewonnen, oder nicht? Nee, muss Ach nicht unbedingt so. sein. Okay. Ja? Muss nicht unbedingt sein, dass man was gewonnen hat. Ne? Weil ich Schade. bin hier kein Gewinnausschütter. Ne? Hätte ja sein können. Ich habe das bei Na Fernsehen mal gut. gesehen. Aha. Ja. Was haben Sie da gesehen? Das ist so, die Leute, wenn die da gewinnen, was die da so gewinnen. Ja, Nee, Mann. nee, 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 nee. Ach so. Nee, nee, Ja. nee, nee, nee. Ne? Also wir sind ein direkt Gas- und Stromanbieter und machen eben diese Vergleiche, um mal zu schauen, dass der Kunde eben weniger bezahlen kann monatlich bei Gas und Ach so, Strom. ich Geld sparen? Ja. Jetzt habe ich Ja. verstanden. Jetzt habe ich verstanden. Okay. Dauert manchmal ein bisschen, weißt du? Ist nicht so schlimm. Ja. Alles halb so wild. Wir Geht Zeit schneller rum, wa? sind nur Menschen. Ja, das Ne? ist richtig. Bei So ist es. manchen Leuten bezweifle ich das, aber meistens ist richtig. Ja, ne? Der Meinung bin ich auch. Ja. Also wie So. Hitler zum Beispiel, das war kein Mensch. Na gut, das stimmt. Also das war ja natürlich, ne? Ja, aber Das ging ja das gar muss man nicht, ja ne? eigentlich nicht sagen. Eigentlich weiß man das ja. So ist es. Normalerweise weiß man das, ne? Ja, Mann. Aber es gibt ja manche, die wissen es nicht. Ja, das muss man denen ja mal sagen dann. Das gibt's doch Schulen dafür, oder nicht? Normalerweise ja. Ich weiß, ich bin auch nicht gern bei Schule gewesen, aber es ist ja eigentlich schon schade, Mann. Ja. Ja, Schule ist immer wichtig, ne? Ja, es kann man sehen, wenn man will. Weißt du, Okay. so, wenn man nicht arbeiten muss, ist ja auch ganz cool eigentlich. Ist manchmal langweilig, aber eigentlich macht das schon Spaß. Boah, ich meine, jeden Tag zu Hause sitzen, das wäre nicht mein Ding. Ja, manchmal ist mir das auch zu doof, aber ich finde eigentlich schon ganz in Ordnung. Ja, Mann. Okay. Pass auf. Ja, Mann. Weißt du, was du an Jahresverbrauch hast bei Gas? Ich glaube, Kilo, also was du so 10.000 verbrauchst. steht da stand da drauf. Ich habe da mal so einen Brief gekriegt, ich bin mit zum Anwalt gelaufen, weil ich habe gedacht, da will jemand Geld von mir haben. 10.000 Kilowatt im Jahr? Ja, Mann. Dann zahlen Sie aber keine 30 Euro bei den Stadtwerken, denn die sind ja ziemlich teuer. Kann sein, ich weiß nicht. Ne, wenn ich jetzt hier mit 10.000 rechne, ich habe die Stadtwerke vor mir. Ganz kleinen Augenblick mal. Ja, Mann. So, dann kann ich sagen, was du bezahlen würdest bei den Stadtwerken. Ja, mach mal.
Ja, kleinen Augenblick. Ja, ich warte. Ist kein Also Problem. mit 10.000 Kilowatt, ne? Ja. Würdest du bei den Stadtwerken bezahlen 57,13 € Soll ich und mal keine 13. bei Konto gucken? Ja, guck mal, das wäre lieb. Ja, Mann, warte mal. Ja, ich warte. Okay, wo ist mein Bankkart, Mann? Ja. Ja, du bist doch ja bei Pizza gewesen. Wo ist mein Bankkart? Ja, gib mal. So, ich muss mal bei Computer gucken. Warte mal. Ja. Ja, das ist 57. 57 Euro, ne? Ja, hab ich das verwechselt? Nicht so schlimm. Ja, Mann. Ist das zu viel oder ist das zu wenig? Weil ich Wann? will ja nicht mehr bezahlen. Nee, dann sind Sie schon erstmal richtig mit diesen 57 Euro bei 10.000 Kilowatt bei den Stadtwerken, ne? Ja, Mann. Ist schon mal alles okay. Das ist gut. So. Und Ja. was ist jetzt? Ich wollte mal sagen, was du bei uns bezahlen würdest. Ach so. Oh, ich habe noch nie so Verkauf am Hof gekriegt. Ah, ist das geil. Ich lese das immer nur, weißt du, wenn ich bei Internet immer lese, ich immer von Werbeanrufen. Jetzt habe ich auch einmal eine gekriegt. Aber das muss ich morgen meiner Mama erzählen. Die freut sich. Weil Also. ich habe die immer ausgelacht. Weil meine Mutter, die sagt immer, ja, der hat angerufen, das hat angerufen, das sagt, ich weiß ja nicht, was du machst. Bei mir ruft nie jemand an. Jetzt kann ich morgen sagen, Mama, ich habe das geschafft. Da ist sie mal stolz auf mich. Hast du auch endlich mal einen Anruf bekommen? Ja, habe ich auch endlich mal eine bekommen. Also, bei Aber uns würdest du. ich habe den Trick noch nicht erkannt. Aber das kommt bestimmt noch. Erzähl mal weiter. Okay, Ich gut. warte, ich Also, warte. bei uns würdest du keine 50 Euro bezahlen, keine 57 Euro bezahlen. Bei uns würdest du 50 Euro bezahlen. 50? Das ist schon weniger, glaube ich. Weniger. Na klar, ist weniger, ne? Als was du jetzt zahlst. Und warum? So. Warum? Ja, weil der Arbeitspreis bei uns niedriger ist. Ach, Deswegen zahlst du kriegen weniger. eure Leute weniger Geld für das Arbeit? Nö. Nö. Hast du doch gerade Absolut gesagt, nicht. der Arbeitspreis ist weniger. Nein, für die Kilowattstunde der Arbeitspreis ist weniger. Was heißt das? Also, der Verbrauch wird danach gerechnet, was man bezahlen tut mit der Kilowattstunde. Ne? Okay. Für jede Kilowattstunde zahlst du 4, also wäre bei uns 4,57 Cent. Ja, und wie viel ist so Ne? eine Stunde? Wie viel ist das? Es kommt immer darauf an, dass es immer verschieden ist, das. Ne? Also, nehmen wir mal an, du hast eine Waschmaschine. Ja. Also, ich schätze mal, du hast eine, ne? Nee, ich wasche bei meiner Mama. Ich habe Ach da so, keinen das Platz ist für. auch gut. Okay, gut. Also, Mama hat eine Waschmaschine. Die hat eine Ne? Waschmaschine. Gut. Ich glaube, die hat die auch am Einmal. Telefon gekauft. Ah, dann bestimmt. Also, dann sagt man so einen Waschmaschinengang einmal benutzt, sag ich mal, so eine Stunde. Ja, das Ne? stand 1 Kilowattstunde. Ja. Ne? Also ist es so. Jetzt bin ich mal neugierig. Wie sieht es bei Strom bei Ihnen, bei dir aus? Was zahlst du denn da im Monat? Aber das weiß ich nicht, weil wir haben so WG und das hat mein Kumpel. Ach so, Weil wir haben Strom, gesagt, okay. wir haben so gesagt, wir machen uns so geile Chill-Lounge, so geile WG. Sag, einer macht das Strom, einer macht das Gas und dann Das ist ist auch einfach gut. geile Leben. Ja, nee, ist doch in Ordnung, ist Ja, das, Mann. ne? Richtig So cool. ist es. Richtig cool. So. Und du hast bei uns 24 Monate Preisgarantie. Was heißt das? Ja, das heißt, jede Erhöhung ist ausgeschlossen. Also darf ich dann Ne? nicht mehr verbrauchen? Was du verbrauchst, ist egal. Ich meinte bloß, jede Erhöhung ist ausgeschlossen. Das heißt, sag ich mal, wenn der Staat wieder sagt, die Arbeitspreise müssen erhöht werden, heißt, dass der Kunde mehr zahlen tut im Monat für Also Gas und wenn Strom. das die Merkel sagt, Beispielsweise, ne? ich kann die nicht Das ist leiden, weißt ja, ich auch nicht. Und Das das ist ist für dich schlimm. ausgeschlossen, 24 Monate lang. Ne? Du zahlst immer den gleichen Arbeitspreis, den wir haben. Ja, was stand Ne? hinterher? Was stand Ne? hinterher? So, bevor die 24 Monate rum sind, immer so 2 Monate vorher, Ja. melde ich mich wieder bei meinen Kunden und biete ihnen gleich wieder ein attraktives Angebot an. Ne? Aber hier Und sie nicht an Telefone. Und du bekommst nochmal 50 Euro Neukundenbonus. Wird nochmal von der Endjahresabrechnung abgezogen. Kriege ich das oder wird das abgezogen? Das wird abgezogen von der Ich dachte schon, Endjahresabrechnung. ich krieg 50 Euro, Mann. Die hätte ich gut gebrauchen können. Ja, gut. Ich meine, am Jahresende hast du die 50 Euro da trotzdem. Ja, bei Weihnachten, da ist immer so teuer. Mit den ganzen Kuchen und so. Siehst du? Ja, Ne? Mann. Da hast du 50 Euro trotzdem, ne? Ja. Und wenn du Geld sparen möchtest, kümmern wir uns um alles. Das heißt, du kriegst alles in schriftlicher Form nach Hause, innerhalb von 5 bis 8 Tagen, Ja, als Mann. vollständigen Vertrag. Okay. Wenn die Papiere zu Hause sind, Ja. kannst du dich das in Ruhe zu Hause durchlesen, ne?
Ist alles zu deiner Zufriedenheit. Legst du das einfach zu den Akten, dann machen wir alles weitere. No? Sollte dir irgendwas nicht gefallen, was ich nicht glaube, hast du ab dem Tag, wo die Papiere zu Hause sind, ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Okay. Na, dann bitte nur kurz melden. Ja, sonst setzen wir uns mit den Anbietern, den du hast, mit den Stadtwerken in Verbindung. Ja. Ne, schauen, wann du rauskommst aus deinem Vertrag. Ja. Und dann kriegst du nochmal ein Schreiben, dass du ab dann und dann von uns preisgünstig Gas bekommst. Soll ich da dann einen Termin machen bei denen? Nee, das machen wir alles. Ja, und dann kommt, treffen wir uns bei Stadtwerken? Nein, also du brauchst dich selber mit den Stadtwerken gar nicht in Verbindung setzen. Ja, ich muss ne, das wenn ein Kunde, dann. Ich muss das machen wir. Kannst du wir kündigen. Nicht meine Verträge kündigen? Doch. Also, es ist so, wenn ein Kunde zu uns einen Wechsel macht, ne? Ja, so, setzen wir uns mit den Energieanbietern in Verbindung. Kündigen den Anbieter. Ne? Schauen erstmal, wann du rauskommst aus deinem Vertrag bei den Stadtwerken. Geht das so einfach? Könnte ich jetzt, aber ich hab so einen Nachbar, weißt du, der macht immer so laut Musik mittags, wenn wir schlafen wollen. Da kann ich doch eigentlich auch mal einfach bei seinem Stromvertrag kündigen. Da kann der das nicht mehr machen. Nee, das kannst du nicht machen, weil du hast seine Zähler- und Kundennummer nicht. Ne, weil wir nehmen immer die. Steht das nicht bei, wir haben so große Keller unten, steht das nicht bei dieser Uhr dran? Steht das dann nicht dran? Nur die Zählernummer, aber du brauchst ja die Kundennummer noch dazu. Aber jetzt habe ich Lebensaufgabe, dann werde ich seinen Stromvertrag kündigen. Ne? Und denn so einfach kannst du sie nicht kündigen, weil du brauchst das. Du musst Name, Adresse, alles klar, Geburtsdatum, also die Anbieter, die haben schon gewisse Fragen. Oh, das ist ja echt scheiße, Mann. Ich dachte, ich kann denn einen reinwirken. Nee, das klappt nicht. Weißt du, stehst du auf, so, weißt du, es ist 11 Uhr, willst du frühstücken, willst du nochmal hinlegen und der, weißt du, macht immer so laut Musik mittags. Ich fand es nicht korrekt von denen. Dann sag das doch dem Vermieter. Das ist denen ja auch egal. Der will ja nur, dass die Leute das Geld bezahlen. Ach so. Weißt du, wir haben zweimal Polizei gehabt, ich besser mich nicht über andere Leute beim Vermieter beschweren, weil das musste ja die Tür neu machen. Ach so. Na, das sieht es da. Nicht so cool. Nö, das stimmt. Aber was will man machen? So ist es, ne? Ja, Mann. Boah. Und wenn du Geld sparen möchtest, brauche ich eben dann wirklich nur deine Zählernummer und Kundennummer von den Stadtwerken Düsseldorf. Ja, aber ich habe jetzt immer noch nicht, ich bin ja nicht der Hellste, aber ich habe immer noch nicht verstanden, wo jetzt der Trick ist da. Ja, gibt's keinen Trick. Ja, natürlich ist doch Verkaufsanruf. Ist immer Trick. Nein, ich kann den Gas nicht verkaufen. Ich kann Gas nur preisgünstiger anbieten. Ja, ja, aber wo ist der Trick? Wo ist der Trick? Es gibt dir keinen Trick. Krieg ich noch eine Zeitung oder Lotto? Nein. Nein, damit habe ich nichts zu tun mit Zeitung und Lotto. Das ist nicht mein Ding. Nee, ja? Also ich habe mit Zeitung, selber, Lotto und sowas nichts Firma, zu tun. Von Firma, nicht von dir selber. Nein, nein, nein. Nein, nein, wir sind ein Gas- und Stromanbieter. Ne? Wir haben mit Lotto und Zeitung und sowas nichts zu tun. Weißt du, ich hatte mir das, da bin ich einmal bei meiner Mutter zu Hause gewesen, weißt du, sonst hätte ich das wahrscheinlich echt gemacht. Da hat auch einer angerufen und hat gesagt, ja, Frau Otte, Sie haben eine Reise gewonnen. Sie hat sich voll gefreut, weil sie wollte schon immer mal nach Türkei, Mann. Weil das ist ja auch da, wo die ganzen Leute immer her anrufen. Und dann wollten die noch, dass die Zeitung Abo macht, weil das muss sie ja sonst Steuer bezahlen für die Zeitung. Oh, das ist so eine Verarsche gewesen. Ja, nee, bei sowas muss man aufpassen, ne, wenn man Reisen und sowas angeboten gekriegt hat, ne, dass man die Geschenke gekriegt hat und so, ne, oder gewonnen hat oder so, ne. Ja, Mann. Ja, dann ist meistens immer so ein Abo hinterher. Aber wir arbeiten mit solchen Sachen. Für Strom, was kann man da, wie viel müsste ich da bezahlen? Kleinen Augenblick. Ich weiß ja nicht, was du verbraucht hast an Strom, oder was ihr verbraucht habt an Strom. Geben? Ja, gib mal deinen Kumpel. Guten Tag, wer ist da? Hallo. Oui. Dein Kumpel, Otto, ne? Ja, was ist denn mit Monsieur Otto? Nein, es geht einfach darum, es geht hier um einen Vergleich für Gas und Strom, ne? Oui. Ich habe mit deinem Herrn Otto schon einen Vergleich gemacht für Gas. Jetzt geht es nochmal um Strom. Und für Strom bist du zuständig, ne? Ich habe nicht ganz verstanden, was möchte Sie bitte machen? Also, ich wollte einen Vergleich für Strom machen, um zu schauen, was man weniger an Geld bezahlen kann bei Strom, für den gleichen Verbrauch, was man hat. Weniger Euro? Richtig, korrekt. Ah, ich habe verstanden. Okay. Und was zahlst du monatlich an Gas? Möchten Sie aber in Strom jetzt Sie Gas sagen? Gas habe ich, Strom. Ne? Ich wollte mal Strom gucken. Pardon, ich kann Sie nicht sehr gut verstehen. Hallo.
Hallo. Hallo, der Kollege hat Sie Also, nicht verstanden. Wer ist da? mit wem spreche ich jetzt? Rakesh. Rückisch. Ja. Noch ein Kumpel von den Herren Otto? Das sind vier Leute. Ach so, okay. Wollen Sie Es ging hier um ein. mit alles Leute sprechen? Ist kein Problem. Einen Moment. Hallo, wer ist da? Hier ist Dimitri. Also jetzt langsam ist mir das ein bisschen zu viel. Zu viele Leute. Ne? Ist Warum? okay. Was ist denn? Hallo? Wer ist bei Ihnen hier überhaupt zuständig für Stromsachen? Ich weiß nicht, der hat gesagt, ich soll zu Telefon kommen. Ich war gerade Nein, in hat. der Küche. Ich weiß nicht, um Nein. was es geht, junge Frau. Bitte Nein, Entschuldigung. nein. Nein, ist nicht so schlimm. Es ging hier um einen Vergleich für Gas, für Strom und Gas. Ne, um zu schauen, dass man weniger bezahlen kann. Aber hat sich schon erledigt, ne? Und einen Wegen schönen Abend Strom, noch. da kann ich Ihnen, wollen Sie denn von Strom sprechen? Ja, den hatte ich ja, glaube ich, wohl schon dran gehabt, ne? Aber der Nicht, versteht nichts. ich glaube nicht, weil da muss ich ein weiterlaufen. Einen Moment bitte. Oh nein, das hat sie aufgelegt.